die Branche hinkt digital noch komplett hinterher. Und das ist natürlich schwacher Wettbewerb, ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eben für ein kleines Unternehmen reinzukommen und eins aufzubauen. Normal verlässt man sich ja manchmal da sehr auf sein Bauchgefühl, gerade irgendwie, wenn man aus dem Journalismus kommt und meint, irgendwie man wüsste genau, was die Zielgruppe will, und das ist sicherlich auch oft der Fall. Aber wir bevorzugen da teilweise halt eben wirklich doch einen datenbasierten Zugang. Einmal zum Beispiel durch Crawling, da werden dann Foren, also Gartenforen und Social-Media-Kanäle relevante eben durchgecrawlt. Und eine andere Möglichkeit zum Beispiel auch ist das Natural Language Processing, wo eben beispielsweise aus einer Forendiskussion eben alle Füllwörter, die keine besondere Relevanz haben, rausgefiltert werden und somit nur die Worte mit dem harten Informationsgehalt übrig bleiben. Und so können wir zum Beispiel eben auch datenbasiert Themen finden, die dann eben Content für die Seite werden. Wir sagen, wichtig ist, dass der Kunde bzw. der Leser im Fokus steht. Sprich, wir wollen interessante Themen im Gartenbereich anbieten, ja, spannende, die auch geteilt werden über die diversen sozialen Medien. Aber wenn es natürlich möglich ist und wenn es sinnstiftend ist, integrieren wir auch gerne Produkte natürlich, weil wir irgendwo auch den Content monetarisieren müssen.